Jo Leute, was geht? Heute werden Wheelies gezückelt. Doch erstmal Unboxing. Zack, 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 zack. Bum, bum. Ich weiß nicht, ob man es merkt, ich bin heute ganz schön auf. Zack, zack. Wow. Wow. Zack, 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 zack. Wow, 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 wow. Zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. Endlich fertig, Bike Edit. Ich habe mal eine Frage. Ich habe mir ein neues Rad gekauft, weiß noch nicht, ob ich das behalten soll. Wie finden Sie das? Super! Ja? Sieht schön sportlich aus. Ja. Wollen Sie mal eine Runde fahren? ja, die haben ja immer Garantie, aber ich glaube, ich behalte das. Das ist cool. Ja, das sieht doch cool aus. Passt nicht zum Helm. Und glauben Sie, das ist auch für den Wald geeignet oder nur für die Straße? Die Reifen, das ist ja schon so ein bisschen Mountainbike, oder? Es hat keine Federung. Aber die Klingel ist cool. Wollen Sie mal klingeln? Wo ist die Klingel? Das? Ja. Ah, so. Ja. Dann viel Spaß. Danke fürs Feedback. Ja. Tschüss. Danke fürs Feedback. Es ist das Engwe P275 Pro. Und jetzt werden wir erstmal die Reifen aufpumpen. Ihr wisst vielleicht schon, was heute der Plan ist. Wir wollen Wheelies mit dem Ding machen. Aber Moment mal. Wir gehen gleich aufs Bike ein. Erstmal ein bisschen Luft. Es gibt viele coole Sachen, die ich euch gleich dazu zeigen möchte. Zack, das fährt sich gleich viel besser mit vollen Reifen. Ich steige gleich mal ab, um euch das Schätzchen zu zeigen. Ich habe hier ein richtig nice Gefühl. Ach komm, ich fange einfach jetzt schon mal an. Und zwar diese Klingel. Die schallert mir das Gehirn weg, die Ohren. Ansonsten haben wir Gänge, wir haben alles. Natürlich gehen wir auf den Boost-Mode. Also Freunde, bevor es in die Tiefen des Dschungels geht, eigentlich ever ab und zeigt euch das Schätzchen. Oh, der hat ganz kurz... Ja, also Freunde, das ist das Bike. Ihr habt es sowieso schon gesehen. Ich wollte euch nur die coolen Sachen zeigen. Und zwar kann man hier einfach per Dropper-Post den Sattel hochmachen. Kleiner Gepäckträger, das ist alles schön und gut. Wir haben keine normale Kette, sondern wir haben einen Zahnriemen. Ihr habt richtig gehört, wir haben keine Gangschaltung, sondern die Gänge werden automatisch so geswitcht, dass man immer die gleiche Anstrengung beim Treten hat. Das wird auf jeden Fall die Wheelie-Challenge deutlich erschweren. Ansonsten ein Barfangmotor. Ich weiß nicht, wer sich schon mal minimal mit E-Bikes beschäftigt hat, das ist absolutes Markenprodukt. Das ist generell alles hochwertig. Schaut euch den Rahmen an, schaut euch mal hier. Und das Ding ist zwar leicht, aber jetzt kein Carbon. Es ist einfach geil. Es ist hochwertig, gut verarbeitet. Bremsen ziehen ordentlich. Die Oma schaut auch schon, das ist hier ein Hingucker. Ey, for real, ich habe das alles schon angekündigt, dass wir heute Wheelies machen werden. Aber ich habe es noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wie ich das schaffe, weil mit dem Gang ist es sehr, sehr schwer, das Bike überhaupt hochzubekommen. Wir haben eine Right-Hand-Brake, also wie gewohnt sozusagen. Wir lernen heute zusammen den Wheelie. Hier ist eine schöne gerade Strecke. Oh, es ist wirklich, wirklich schwerer hochzuziehen, als es aussieht. Wir haben ja auch übrigens gar keine Federung. Das ist eigentlich ein Stadtfahrrad. Also ist eigentlich ja nicht für Wheelies gedacht. Ich glaube, wenn ich erstmal oben bin, dann sollte es gehen. Jawoll, oh, what the fuck? Das war gerade gar nicht geplant. Ich dachte, ich brauche dafür jetzt irgendwie eine Stunde. Jawoll, oh. Ich bin also schon so langsam, taste ich mich an den Kipppunkt dran. Jawoll, das war am Kipppunkt. Jetzt habe ich den Kipppunkt. Das Ding ist, Leute, das ist nicht so eine Unterstützung, dass es sich einfach nach vorne schiebt, sondern das ist extrem gleichmäßig. Und deshalb sind Wheelies auch so machbar, sage ich mal. Durch die Gangschaltung schwieriger, aber dieser Barfangmotor ist so geil. Weil schau mal, wenn ich nicht trete, nicht. Wenn ich hier nur minimal reintrete, das ist extrem gleichmäßige Unterstützung. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde es gut, dass der Lenker jetzt nicht so überbreit ist, sondern nicht so schmal. Der Lenker ist wirklich perfekt. Es ist heutzutage im Trend, wirklich so einen breiten Lenker zu fahren, und das ist absoluter Schwachsinn. Ihr müsst euch an eure Schulterbreite anpassen, weil wenn ihr das so haltet, was ist das denn? Das bringt auch nichts. Also ich finde, der hat die perfekte Breite. Ey, es sieht so clean aus. Ich liebe neue Bikes. Generell nicht nur das, sondern wenn man so ein neues Bike hat, hier hängt sogar hier noch der unbeschmutzt, alles sauber, frisch aus der Fabrik. Dann schauen wir mal. Let's go. Jo, das war bisher der... Weil guck mal, jetzt ist noch easy. 15. Okay, das war schon mal sehr, sehr gut. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist es dumm, aber vielleicht ist es auch genial. Ihr seht hier diesen Sensor. Der
wird immer hiervon gelesen. Immer wenn er hierher kommt, da gibt es ein Signal ins E-Bike. So erkennt er, oh nein, jetzt fährt er 25 km/h. Wir dürfen ihm nicht mehr so viel Beschleunigung geben. Theoretisch müsste ich das abschrauben können und dann fährt das unbegrenzt. Ich habe einen Schraubendreher und jetzt testen wir das Ganze. Ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch oder vergesse irgendwas. Oh nein, der passt nicht. Oh Leute, das tut jetzt weh. Ich habe das falsche Werkzeug. Wollen wir jetzt in irgendeinem Garten klingeln, ob der ein Werkzeug hat? Ich war so gehypt. Ich wollte das Ding jetzt 100.000 km/h fahren. Aber ich habe das falsche Werkzeug dabei. Wisst ihr was, Leute? Im Leben darf man es sich auch nicht zu einfach machen. 25 km/h hin oder her. Die Wheelies, die müssen gezückelt werden. Wenn man einen richtigen Wheelie macht, dann wird man nicht schneller. Das heißt, man könnte eigentlich auch einen langsamen Wheelie kontrollieren auf unter 25 km/h. Kommt Leute, Konzentration. So, konzentrieren. Und zack. Okay, ich spiele mit dem Kipppunkt. Es ist so geil. Jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich kann nur Wheelies. Noch nicht ganz, aber mit dem Bike ist es nicht mehr lange, vertraut mir. Hoho, es läuft und läuft. Wie meine Nase. Ich weiß, das ist ein Stadtfahrrad, das ist kein Offroad-Fahrrad. Und genau deshalb werden wir jetzt mit dem Fahrrad Offroad fahren. Jetzt geht's für mich hier erstmal in den Wald. Alter, stellt euch mal vor, man benutzt das als Rampe. Hier ist eine Straße, man wird mit Auto gezogen, fährt hier mit Speed, benutzt das als Rampe. Da muss man das natürlich gerade machen und springt volle Kanne in den Baum. Bei 100.000 Likes probiere ich das. Okay, auf Sand kommt das Ding trotzdem ganz gut voran. Das ist ein Stadtfahrrad. Das wäre geil. Schau mal, man kann sich hier einfach die Kalorien anzeigen, die man verbraucht. 24. Das muss irgendein Durchschnittswert sein, als ob die wissen, wie viel ich wiege, wie viel ich verbrauche. Oh, das ist ja Offroad-Action. Aber von der Quali, von der Verarbeitung ist das Bike richtig gut. Ey, ich hatte eine coole Idee und zwar, Leute, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, dass wir das nächste Mal, wenn ich so ein E-Bike aufbaue, das Ganze live streamen. Wir bauen das zusammen auf und testen das zusammen. Fahren durch einen Wald wie diesen. Schaut euch diese Stille an. Schaut sie euch an. Wobei, kann man sich Stille anschauen? Eigentlich kann man sich die nur anhören. Hört euch diese Stille an. Aber Stille kann man ja gar nicht hören. Bäh. Damit Dirt Jump fahren, das wäre lustig. Ich habe mir übrigens mal Gedanken gemacht. Bin mir wirklich nicht sicher, Leute. Ich teste ja hier und da mal verschiedene E-Bikes. Wie mache ich bessere Wheelies? Wenn ich mit ganz vielen E-Bikes so ein bisschen Wheelie lerne und dann habe ich alles mal ausprobiert, bin alles mal gefahren und weiß dann Bescheid. Oder wenn ich ein E-Bike habe und damit richtig gute Wheelies lerne. Was ist besser? Kommt, Leute, wir machen jetzt hier nochmal eine sportliche Abfahrt. Eine sportliche Abfahrt. Eine. Oh, da sind Blätter. Ich wollte darüber springen. Also vom Rütteln und so weiter und von diesem Hoch und Runter kommt mir das alles ziemlich wie eine Achterbahn vor. Lasst uns hier nochmal ganz entspannt rumfahren. Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Wobei es ist eigentlich gar keine Geschichte, sondern das ist ein Plan. Also erstmal vorab, ich bin Camping-Anfänger und ich bin noch kein großer Camping-Spezialist oder Experte oder mir macht das jetzt auch nicht so ultra viel Spaß wie anderen. Es ist manchmal ist es geil, es ist abenteuerlich und man erlebt was, aber ich bin jetzt nicht der größte Camping-Fan, okay? Wie wäre es, wenn ich einfach versuche, mit einem E-Bike bis nach Paris zu fahren? Also es sind, ich weiß nicht, ich glaube es sind 600 bis 700 Kilometer von Berlin ungefähr. Also man wäre da locker eine Woche unter, wobei nee, das waren 400 Kilometer. Ich habe es gerade nicht im Kopf, straight. So 7 Tage lang durch. Natürlich dann mit Zelten, so Bikepacking-mäßig und man erlebt auf dem Weg Abenteuer. Ich weiß nicht, ich hab da, das ist so paradox, ich hab da keinen Bock drauf, eine Woche lang mit demselben Anziehsachen schwitzend im Zelt zu schlafen. Aber ich will es trotzdem machen. Ich hab keinen Bock drauf, deshalb will ich es machen. Versteht ihr? Die krasseste Challenge wäre dann auf jeden Fall, wo man den Akku auflädt. Weil da müsste man ja immer in irgendeinen Saturn gehen, sich dann mit den Mitarbeitern anfreunden und irgendwie das schaffen, da Strom zu klauen für Akku oder so. Mein Motto ist eigentlich, einfach machen. Zack, so schnell es geht. Einfach solche Abenteuer erleben. Weil schau mal, wenn man drin sitzt und zockt, das macht dich kurzfristig glücklich, das macht ein bisschen Spaß. Aber wenn du draußen bist und solche Sachen erlebst, da hast du halt länger was von. Ich will einfach sowas Geiles erleben und was erzählen können. Man braucht ja Stories. Da ist halt auch die Frage, mache ich das alleine oder mit jemand zusammen? Aber mit jemand zusammenkommt, ist natürlich krasserer Content, weil da kann man sich mit der Kamera abwechseln. Das sind so viele Fragen. Ey, meine Handgelenke tun ein bisschen weh vom Hochziehen. Es ist halt einfach ein Stadtrad. Das ist von... guck mal, auf so einem Asphalt, ich fühle mich total safe, ohne Hände kann ich fahren. Aber wenn es halt um Mountainbike-Stuff geht, dann ist es absolut nicht geeignet. Ich mache das jetzt wie ein Vorbild, passt auf. Also Freunde, checkt immer, ob da Igel drin sind, bevor ihr auf dumme Gedanken kommt. Hier sind safe keine Igel drin. Let's go, 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 let's go. Holy shit.
Okay, jetzt bin ich komplett dreckig. Alter, wieso bin ich so ein Kleinkind? Wieso bin ich nicht wie ein normaler, erwachsener Mensch? Wie auch immer, Freunde, damit war es mit dem Video. War mal ein bisschen entspannter heute. Wir sind rumgefahren, haben ein bisschen geredet und vielleicht reden wir ja in Zukunft nochmal. In dem Sinne, bis zum nächsten Video.